denn ein Haus? Ein Krog, na ja, toll. Jetzt sind wieder Jäger drin. Ah ne, da ist ja Rubido drin. Kann ich ihm auch einen Pilz geben? Nicht, wo dieser Drecksletzte ist, ne? Ich glaube auch nicht, dass im Hateno-Institut noch irgendwer anders als Robelo ist. Wahrscheinlich nicht. Das war der Bauernhof, ne? Oh, cool. Nimm das. Super Krog. Mann, sieht der toll aus. Sieh lieber den Baum als den Krog. Weiß nicht so genau, wo ich noch gucken könnte. Da war ich drin. Da war ich drin. Da war ich drin. Die habe ich angequatscht, aber ihr habt einen Pilzhut. Dann schauen wir jetzt einfach nochmal auf Screen weiter und schalten euch dazu, wenn wir die Person gefunden haben. Ja. Wir haben den letzten gefunden. Wir sind bei Nacht nochmal ein bisschen durchgegangen und direkt am Eingang zu Hateno steht Tamara. Von der kriegt man ein Hühnerei und später kann man ihr noch einen Pilz geben. Und das machen wir jetzt. Du bringst mir den von Sagonu-Ul. Vielen Dank. Pilze kann man auf viele Weisen zubereiten. Sie schmecken sogar roh. Ach so, ich mag Pilze. Pilze? Aber ich rede hier vom Essen. Pilzkleidung geht gar nicht. Bis vor kurzem wäre sowas in diesem Dorf völlig undenkbar gewesen. Die Bauernfamilie hier können damit auch nichts anfangen. Kann man es ihnen verübeln? Ja, siehst du, schön. Endlich mal einer, die ausspricht, was jeder denkt. Pilzkleidung geht gar nicht. Das sieht ja auch furchtbar aus, ey. Die sieht zwar im Gesicht auch merkwürdig aus, aber ja. Was soll's. Die mag ich, die gefällt mir. Mal gucken, ob sie da ist oder wieder Karotten frisst. Ja, siehst du auch. Ah, du bist die Pilze schon, du hast die Pilze schon verteilt. Ja, jetzt haben sie alle Pilze. Alle angesteckt, ja. Oh, wie ich sehe, hast du sogar schon all meine kleinen Geschenke zugestellt. Sehr schön. Das wird sicher einigen dieser Riednerwähler die Augen geöffnet haben. Bitte sehr als Zeichen meines Danks. Ernsthaft. Ja, ist doch gut. Das ist ein wertvoller Pilz, den man nur ganz selten findet. Du gehörst ja auch zum Team Sagono, also isst die Pilze und mach dich bereit für die Bürgermeisterwahl. Ja, Sephora hat eben verlauten lassen, dass die Vorbereitungen zur Bürgermeisterwahl beendet sind. Du kommst also genau rechtzeitig. Sprich mit Sephora über die nächsten Schritte. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Dann kann ich die Bürgermeisterwahl nun feierlich eröffnen. Heute ist es leider schon zu spät. Bitte komm am Tag bei schönem Wetter wieder. Auch noch. Ansprüche. Ja. Dann hoffen wir, dass schönes Wetter ist. Aber ich habe es, glaube ich, hier noch nie regnen sehen. Sollen wir auch noch ein jungfräuliches Kamel zum Schlachten mitbringen, oder was? Ja, vielleicht. Als Opfergabe oder so. Mach morgens und dann können wir vorher nochmal in die Schule. Müssen wir aber 2 Stunden warten, ne? Ab 8 Uhr erst. Müssen wir 3 warten. Stimmt, wieder 3. Bis 18, 2 Stunden von 6. Ach ja, nee, ist ja 5, schade. Richtig, von 6 ins Beispiel. Ich dachte, man landet um 6 da. Morgens. Ja gut, dann können wir vielleicht doch erst zum Bürgermeister-Dings gehen. Vielleicht geht das ja schon morgens. Schauen wir mal. Schönes Wetter ist auf jeden Fall. Sagt er auch, wie schön alles ist.
Ganz hässlichen Pilze, ey. Unglaublich, was sie sich dabei gedacht haben, ey. Lass sie doch. So, dann wollen wir mal die Bürgermeisterwahl. Das Tier mit eröffnet. Das Wetter ist geradezu ideal, oder etwa nicht? Bitte alle auf dem Dorfplatz kommen. Ich möchte nun die beiden Kandidaten für die Bürgermeisterwahl bitten, ihre Reden zu halten. Ernsthaft. Also, ich bin Redner. Die Natur ist tief im Herzen der Leute hier verwurzelt, macht uns frei und unabhängig. Wir arbeiten hart und werden reichlich dafür belohnt. Diese Lebensweise müssen wir uns unbedingt bewahren. Ich werde mich dafür einsetzen, dass neue lokale Spezialitäten wie der Hateno-Käse von hier aus die ganze Welt erobern. Wie ihr alle wisst, heiße ich Sakuno und habe mich in ganz Hyrule mit meiner Modemarke einen Namen gemacht. Aber das war erst der Anfang. Hateno soll zum Synonym für Stil werden, zum Geburtsort aller neuen Trends. Mit Gemüse lockt man niemanden hierher dem Ofen. Was? Ja. Mit Gemüse lockt man niemanden hinter dem Ofen hervor. Die Mode hingegen bringt Wohlstand in unser Dorf. Und niemand kennt sich so mit Mode aus wie ich. Mode hat keinen Bestand. Im Moment mag der Stil im Trend liegen, aber bald kräht kein Hahn mehr danach. Da werde ich einfach einen neuen Stil kreieren. Ich unterliege nicht den Trends. Ich beherrsche sie. Es. Genau, auch ein gruseliges Gesicht, ne? Ja. Sofort? Wenn man euch zuhört, wird schnell klar, dass sie nur an euch denkt und nicht an unser Dorf. Sakuno, gib zu, dass du schlichte Dinge mehr schätzt als alles extravagant und dazu gehört hat Hatenos Gemüse. Ich weiß, dass du zuweilen nachts als ins Vorratslager schleust, um dort das Gemüse zu verputzen. Wie bitte? Aber wieso sagst du denn sowas? Und was dich betrifft, Riedner. Wer ist Calvia? Die Frau. Achso. Calvia. Ja. Ich weiß, dass du dich heimlich in deiner Hütte mit Sakonos Mode beschäftigst. Du willst sie nutzen, um bei jüngeren Leuten das Interesse für dein Gemüse zu wecken. Aber woher? Sakuno, ich muss mich entschuldigen. Ich hätte dir von Anfang an sagen sollen, dass du es geschafft hast, unser Dorf und seine Einwohner aufleben zu lassen. Aber nicht doch, ich muss mich bei dir entschuldigen, dass ich zu stolz war, um die Wahrheit zu sagen. Trends sind wichtig, aber sie liegen auch in Tradition und der Kultur unserer Vorfahren begründet. Liebe Mitbürger, es tut mir leid. Gut. Achso. Mir tut es auch leid. Sephora, ich möchte meine Kandidatur zur Bürgermeisterin zurückziehen. Aber Sakuno, wir haben es doch dir zu verdanken, dass unser Dorf derzeit floriert. Da kannst du doch unmöglich... Du möchtest mit einer neuen Gemüsesorte junge Leute ansprechen? Ich, die weltberühmte Sakuno, werde dir helfen. Du hättest auch einfach fragen können, ob du helfen darfst. Liebe Mitbürger, lasst uns von nun an Tradition und Innovation vereinen. Leben wir so gemeinsam unser geliebtes Hateno. Bravo! Bravo Fissimo! Hätte ich auch gleich drauf kommen können. Ich habe von Sephora und Calvia gehört, dass du am Ausgang der... Ja, Calvia. Dass du am Ausgang der Dinge nicht ganz unbeteiligt warst. Dank dir ziehen in Hateno nun wieder alle an einem Strang. Ich möchte dir etwas geben. Bitte komme in die Boutique Sephir vorbei. In die Boutique vorbeikommen. Machen wir. Jetzt kommen alle an, jetzt ziehen alle am Riednerstrang. In seiner Wurzel hat sie ja schon geknabbert. Ich habe schon mitbekommen, dass du heimlich mit Sephora gesprochen hast, aber dass du auch mit Calvia geredet hast. Nun ja, am Ende hat die Bürgermeisterwahl ja einen guten Ausgang genommen. Erinnerst du dich noch an unser allererstes Gespräch hier? Dieser Sakuno Deluxe ist die neueste Kreation der Marke Sakuno. Ich fürchte, wir kriegen den jetzt, ey. Ja. Und mein Meisterwerk. Diese luxuriös geschwungene Form, die exzentrischen Farben. Hier stimmt wirklich alles. Diesen Hut kann ich nur jemandem überreichen, für den ich wahrlich würdig erachte. Ich nehme an, du verstehst, was ich sagen möchte. Würdest du diesen Sakuno Deluxe annehmen? Du, der nicht nur Hateno gerettet, sondern auch Riedner und mich zur Vernunft gebracht hat. Nur du und niemand anderes hat sich diesen perfektes Meister... Boah, ich kann heute nicht vorlesen, ne? Nur du und niemand anderes hat sich dieses perfekte Meisterstück,
diesen, also dieses perfekten Meisterstücks als würdig erwiesen. Alter, was ist das mit Deutsch manchmal, ne? Ich versuch gar nicht erst, mir diese Entscheidung ausreden zu wollen. Du kleine Unschuld vom Lande. Ich will das Ding nicht haben, ey. Und wir stehen da am Tropfen. Immer noch. Toll. Sagono Deluxe. Ein von Sagono entworfenes Meisterwerk. Damit wirst du in der Öffentlichkeit die Blicke aller Modebegeisterten auf dich ziehen. Dann setze nun den Sagono Deluxe auf und lass den Rest der Welt von weiter blassen. So, nun öffne ich meine Boutique C4 wieder. Sephora, mach dich bereit, deine Hilfe wird gebraucht. Kann ich auch was kaufen? Wird auch Zeit. Na super. Oh, das ist ja toll, dass wir das schon haben. Ja, was ist das andere? Was mich angeht, der Helm oben rechts, also die Kopfbedeckung. Nee, das links, was ist das? Eine Hose. Hinten. Das ist die Hylia-Rüstung. Also dieses andere, dieses Hylia-Gewand. Das, was es auch im Spätposten gibt? Ja. Nee, das sah doch anders aus. Nein. Was mich angeht, ich werde mich ganz neu erfinden. Dafür werde ich mich als erstes meinen Kuriositätenkabinett voll rarer Stücke unserer Vorfahren widmen. Schau also vorbei, falls dir mal seltene Kleidung abhanden kommt, die es sonst in keinem Land mehr zu kaufen gibt. Eventuell findet sich in meiner lesenden Sammlung adäquater Ersatz. Das ist eine andere Rüstung links. Hylia-Gewand. Was ist das? Verrückt. Ich hab's immer nur blau gefärbt. Grün meine ich. Was? Ist doch kaum teuer. Alter. Das ist die Hylia-Hose und das ist die Hylia-Kapuze. Genau. Und wo, wann kriegt man jetzt endlich andere Setteile von dem Leibwache? Das sieht nämlich echt cool aus, das Ding. Das nicht. Ach du Arzt. Ach du Schande. Der ist sogar geschminkt, ey. Alter, ist das hässlich. Aber der Anzug passt dazu. Weil er auch hässlich ist? Ja. Und so hauteng und alles. Ne? Na gut, die Kletterrüstung passt auch dazu. Furchtbar. Absolut furchtbar. Okay, ja, ich glaube, das waren in Hateno alle Quests. Sprich sie nochmal irgendwie an. Vielleicht gibt es noch irgendwie weitere Sachen oder so. Sagt ja. Soll vorbeikommen, wenn mir was abhanden kommt, ja. Aus der ganzen Welt. Viele Dinge kannst du in keinem Laden kaufen. Bei Outfit. Ah, okay. Halsband, Toga, Winterhose, haben wir. Haben wir alles. Isolierrüstung, das ist alles, was wir haben. Alter, 4000 Tacken? Alter, Finde, ey. Ja, das ist alles, was wir haben. Aber wie soll das denn abhanden kommen? Ich weiß es nicht. Sogar den Schild kannst du neu kaufen, das ist cool. Oh, es war teuer, aber cool, ja. Ja. Nein. Das weiß ich. Zurück. Danke. Okay. Aber gut zu wissen, dass man den Schild nochmal kaufen kann, wenn er kaputt gehen sollte. Ja. So, jetzt nochmal. Also da muss ja irgendwie noch was passieren, dass man auch seine Ausrüstung verlieren kann oder so. Wer weiß. Wenn man die immer nachkaufen kann, das ist schon ein bisschen komisch. Wenn die jetzt auch kaputt geht, das wäre ja richtig assig. Vor allem, wenn man sie dann schon 4-mal verbessert hat oder so. Ja. Ja, dann sind wir hier in Hateno durch, würde ich sagen. Ja. Ja. Was sagen die Nebenquests? Nichts weiter für Hateno. Ja, aber sonst. Ach ja, stimmt, wir sollen auch noch Ira töten und Inox. Warte, ich gehe mal ganz hoch. Die vier Regionen, das schwebende Schloss, Sido, Tränen des Drachen, die Suche nach Zelda. Dann haben wir das mit dem Medaillon. Ja gut, dann müssen wir Türme noch haben. Auf der Suche nach der Wahrheit, da sind wir bei. Verschwundene Garten geregt am Stelle der Sümpfe. Das ist auf jeden Fall vom Stall noch so eine Aufgabe. Sollen wir die erstmal machen? Was sagen die anderen Quests? Nachricht aus uralter Zeit. Ah, ja, okay. Steintafeln. Koga, ist klar. Ja, dann. Erstmal die Suche nach der Wahrheit. Nee, das hier irgendwas. Ja. Dann mal los.
können wir wieder einem Gerücht auf die Spur gehen. Ja. Wir sollen mit dem Israeli sprechen. Da sind auch die Musikanten. Mit wem sollen wir sprechen? Mit dem Israeli. Wer ist der Israeli? Den erkennst du, wenn du ihn siehst. Ah ja. Der da unten. Wahrscheinlich. Ja, ich denke gar keine Namen an. Ja, der ist es. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Prinzessin Zelda? Warte mal, gehörst du zu Penn? Ich wollte ja eigentlich nichts sagen, denn ich bin... Denn ich will den Anschein nicht erwecken, schlecht über Prinzessin Zelda zu reden. Aber naja, ich habe Prinzessin Zelda unsere Gartengeräte geliehen und sie bisher nicht zurückbekommen. Flussabwärts von hier gibt's einen Ort, den man die Blumensandbank nennt. Da wollte sie mit den Gartengeräten hin. Der Fluss ist voll mit Sachen, die vom Himmel gefallen sind und ich bin kein geschickter Ruderer. Ach, was mache ich nur? Ach, es ließe sich sicherlich alles klären, wenn mich jemand auf diesem Fluss zur Blumensandbank fahren könnte. Da war da Steuerungseinheit drauf. Eigentlich müsste das doch so hinschwimmen, oder? Da ist noch eine. Ach, da liegt eine. Da können wir die Propeller auch drauf machen, würde ich sagen, oder? Die da sind, die Windräder. Die Ventilatoren. Hm, genau, die meine ich. Ja. Also, musst aufpassen, dass er da noch Platz findet auf dem Stuhl. Ach so, ja, okay. Das ist dann mit Sicherheit genauso wie die auf dem Allego. Da ist ja gar kein Platz mehr. Möglich. Sind nicht diesen scheiß Karren auch schon Allegro? Wer heißt er so? Kutsche genannt. Rakete? Nee, ne. Batterie. Okay. Dann ist der Ventilator vielleicht ein bisschen komisch. Ja, den packe ich noch mal was hin. Packe ich in die Mitte. Da so. Mal gucken, ob es so geht. Ach, Prinzessin Zelda, warum gibt sie mir nur die Gartengeräte nicht zurück? Fehlt einfach der Mut, mit dem Fluss flussabwärts zur Sandbank zu fahren, um selbst nachzusehen. Ich bring dich hin. Nicht um. Was? Bringst mich um? Vielen Dank. Werde dich beim Wort nehmen. Vergiss nicht, das Seil durchzuschneiden, um loszufahren. Tatsächlich. Ich schick dich jetzt einfach ohne los. Ja, du könntest das Teil eigentlich auch dahinter einfach mit der Ultra positionieren. Geh doch da hoch, Link. Ja, ah, ist das. Ich denn? Ich weiß nicht so genau. Guck mal, wie Angst hat. Sag bitte dafür, dass das Floß nicht so schaukelt, wenn es geht. Mir wird sonst ganz schnell schlecht. Ja, ich kenne das, Macker. Ich kenne das. Hey. Runter vom Floß. Wenn du so meckerst, du Pussy. Cat, Doll, Mitglied. Was? Was? Ach so, jetzt check ich das. Dach um die Kurve, warte. Ganz schöne Mimose, oder? Ja. Bock auf Ente? Oh, hatten wir lange nicht. Schade, war zu langsam. Wieder zum Asiaten wäre auch gut. Da muss man aber irgendwann prüfen, gibt's Duck oder Dog? Der war schlecht. Ich finde den gut. Ist die Blumensandbank irgendwie viel weiter weg, als er vorhin gezeigt hat? Wahrscheinlich. Oder sind wir schon... Ah ne, direkt voraus. Viel weiter, er ist, da sehr nah aus eigentlich. Nur nach einem Katzensprung. Nicht ganz. Kein Kotzensprung. Ja.
Bei der Blumensandbank kannst du dich erinnern, bei BOTW war doch dieser Verrückte, der den Blumenmann nicht betreten durfte. Das ist ja ausgerastet. Oder der Schrein in der Mitte war. Ja. Wenn man auf die Blumen ist, fingen sie an zu schreien. Was denn für ein Steg? Ach so, geradezu sein Steg. Ich habe immer noch Batterie, das wundert mich auch. Du meinst die Zusatzbatterie? Ja. Ja gut, ein Ventilator verbraucht halt nicht so viel, ne? Aber er zeigt ja auch nichts an. Du sollst am Steg anlegen, nicht daneben. Ach so, da ist auch noch Steg, okay. Hab ich nicht gesehen. Das ist ja auch kaputt. Passt ja perfekt. So, hast du angelegt. Hat gereicht. Klasse, da wären wir. Du hast den Bogen raus. Ich dachte kurz, wir kentern, aber mit Flößen kennst du dich aus, keine Frage. Da kommt etwas. Nein, jemand geflogen. Pen? Ja, der Penner kommt an. Zum Glück, ich konnte endlich zu dir aufschließen. Bei meiner Recherche habe ich auch beide auf diesem Floß entdeckt. Euch. Euch, ja. Also dachte ich mir, dass du bestimmt etwas herausgefunden hast und bin euch gefolgt. Aber wo sind wir hier eigentlich? Hier wachsen empfindliche Blumen, also trampelt ihr gefälligst nicht so herum. Und wehe, es tritt mir einer auf die Blumen. Ja, Alter. Oha, wer ist das denn? Eine Bekannte von dir, Kollege? Die sieht ja furchterregend aus. Nee, wir sind doch nicht hier, um auf Blumen zu treten. Wir möchten nur die Gartengeräte wieder mitnehmen, die Prinzessin Zelda geliehen hatte. Pass auf, wo du hintrittst. Du trittst auf deinen... Was? Pass auf, wohin du trittst mit deinen Tretern. Ich höre schon die Blumen zetern. Moment mal. Sagtest du etwas von Gartengeräten? Ganz genau. Ich habe nämlich Prinzessin Zelda die Gartengeräte vom Stall geliehen und sie bis heute nicht zurückbekommen. Oha, das ist meine Schuld. Ich habe die Geräte. Das hier ist Prinzessin Zeldas geheimer Blumengarten. Zusammen mit der Prinzessin kümmere ich mich um ihn. Sie ist zwar eine Prinzessin, aber sie ist sich nicht zu schade, sich schmutzig zu machen und hart zu arbeiten. Wir wollten die Geräte ja auch zurückbringen, sobald wir wieder fertig gewesen wären. Aber die Prinzessin, sie wird seit einer Weile vermisst, nicht wahr? Ich wusste auch nicht, was ich tun sollte, und dann fielen auch noch diese Ruinen vom Himmel. Also habe ich mich einfach bemüht, ihr alles möglichst schön einherzurichten. Aha, so war das also. Ich soll darüber nachdenken, habe ich ja auch nicht gesagt, wann ich die Geräte zurückhaben möchte. Solange sie nicht kaputt oder verloren sind, ist es eigentlich auch kein Problem. Jetzt will ich mich irgendwie als lege die Schuld bei mir, da ich so gedrängt habe. Ja, ein geheimer Blumengarten. Beim Wiederaufbau Hyrule von Anfang an nur das Wohl des Volkes. Beim Wiederaufbau Hyrule von Anfang an nur an das Wohl des Volkes zu denken, das klingt ganz nach der Prinzessin. Ich habe lange versucht, alles wieder so herzurichten, wie es war. Doch letzten Endes habe ich allein auch nur recht begrenzte Möglichkeiten. Ja, ordentliche Gartengeräte haben schon ihr Gewicht. Und man muss wissen, wie man mit ihm umgeht. Es bringt nichts, sich zu überanstrengen. Achso, das ist immer noch er. Ja. Gut, also, ich sollte dann so langsam nach Hause zurück. Starrst du mich denn so an? Ich sehe doch, dass du mit dem Gedanken gespielt hast, mir zu zeigen, wie man die Geräte benutzt. Du wolltest mir helfen, damit ich mich in meiner Unerfahrenheit nicht verletze. Nein, nicht. Ich wollte dir mein Gerät nicht zeigen. Du bist also einer... Achso, das ist sie. Ah, du bist also einer von denen, die immer das Gegenteil von dem sagen, was sie meinen. Für mich kein Problem. Mal überlegen. Zuerst sollten wir den Boden pflügen, damit wir Blumen pflanzen können. Und dann die Prinzessin, wenn die Prinzessin dann zurückkehrt, wird sich hier der schönste Garten Hyrule in ihren Augen spiegeln. Also dürften wir keine Müdigkeit vorschützen. Alle beide nicht. Puh, aus dieser Sache komme ich wohl nicht so einfach wieder raus. Wenn sie sich an meinem Gerät verletzt, wäre das auch nicht gut. In Ordnung. Dieses Floß ist eh schon abgefahren, wie man so sagt. Ich werde dir helfen. Ich werde dann also hier bleiben. Tja, ich habe im Moment eigentlich gar nicht so viel zu tun, also warum nicht? Na denn. Treten wir erstmal auf ihre Blumen. Ich bin jedenfalls froh, dass die Sache geklärt werden konnte.
Daraus mache ich jetzt einen tollen Artikel. Unsere Leser werden etwas über die fürsorgliche Seite der Prinzessin erfahren. Das ist ganz klar Material für die Titelseite. Du kannst dich schon mal auf die nächste Ausgabe freuen. So, Kollege, damit sind wir nun 7 Gerüchten um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet, Kollege. Cletus hatte recht damit, ihr Vertrauen in dich zu setzen. Hier für dich, Nesthäkchen. Jo. Silberner ist immer schön. Oh, das hätte ich fast vergessen. Cletus hat mir aufgetragen, dir einen Bonus zu überreichen. Gut gemacht, Kollege. Etwas anderes hätte ich auch von dir nicht erwartet. Nee. Ja, warum nicht? Ich dachte, wir wurden befördert und wären jetzt bei 50ern als Bonus. Na gut, das heißt. Gut, dann werde ich gleich Cletus alles berichten. Bis später, Kollege. Und jetzt Abflug. Hätten wir auch das geschafft. Ja, jetzt müssen wir noch den Garten ruinieren und dann ist alles gut. Ah, schade. Ich dachte, das wäre ein Krog. Nee. Aua, aua, was soll das denn? Das haben die Blumen gesagt, auf denen du gerade rumgetrampelt bist. Also lass es bitte sein. Mal gucken, ob die hier irgendwann auch so ausrastet wie bei BOTW. Habe ich jetzt keinen Bock zu dir andauernd da zu mal schreckieren. Wenn ich andauernd ein paar Mal halt. Nein. Doch. Hier gibt es Prinzessin Enzian. Schleichblöcksche. Brunnen? Okay. Ohne Krog, okay. Schade. Ein Sonnenfleckchen. Und wir müssen noch verschiedenes testen. Was müssen wir? Noch verschiedenes testen. Warum? Warum nicht? Müssen tun wir gar Weil es nichts. Spaß macht. Naja. Gut, dass ich spiele. Nee. Nee. Wir müssen noch Sachen wie, keine Ahnung, Baumstämme oder das Floß oder so drauf fallen lassen. Wir müssen Ganz den Garten noch bestimmt. anzünden. Das wollen die Leute sehen. Ja. Ich will's sehen. Andere nicht. Sagst du? Weiß ich. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr es hättet sehen wollen oder nicht. Wir werten es aus.